Wir gehen in die Rückrunde, beziehungsweise Hinrunde von MRO. Oh, Digga, das war echt. Ich hab die Runde gesehen, hab den Beat gehört und hab mir gedacht, der Typ ist ja lebensmüde. Wir handeln dabei nur in ihrem Interesse. Skeletta hat den Beat gemacht. Damals auch schon relativ bekannt in VWT-Kreisen. Geiler Producer. Das ist sehr nett, aber vielleicht denken Sie dabei noch ein bisschen mehr an Ihre Interessen. Ich beende Legendenstatus, weil man auch ohne Größe gewinnen kann. Berühmt werden, dann zur Legende gekürt werden, von dem größten Mob pöbeln der Kinder. Wer du wirklich bist, kannst du grad nicht zeigen, denn um 80 zu hören, muss der Alex schweigen. Seine letzte Handlung, das Namenszeichen, auf Julians erstellten Vertrag zu zeichnen. Und VWT passt dir gerade in den Kram, aha. Ich spring auf die Fassade nicht an, bist kein Rapper, kein Nichts. Du gabst dein Gesicht für Klicks und einen gut durchdachten Marketingplan. Yo, warte, ich kann dir erklären, wieso es reicht. JBB macht Idioten reich. Man kennt's, ne? Man kennt's, das Leben eines Junkies. Erstmal auf den Spielplatz gehen, bisschen schaukeln und dann zugedröhnt auf der Tischtennisplatte liegen. Kennt jeder. Der Fame, Drogen, Bitches und zum Mist verlieren all ihren Wert, wenn man mundtot ist. Er ist ja gar nicht schlecht, ne? Die erste Runde. Er frontet ja schon gut, ne? Aber es war halt schon klar, dass der auf dem Beat halt nicht dominieren kann. Ich fand eigentlich ganz nice, wie er es aufgebaut hat. Hier Julian Vertrag unterschreiben und so, das kommt schon gut böse auch rüber, aber halt nicht böse genug. Ich habe gehört, dein Wunschgegner, ein VWT-Witz über Felix. Du gewinnst diese Scheiße, doch wofür, sei ehrlich, das bringt dir doch eh nix. Du bist ein... Mein Wunschgegner war Felix. Ja, es ist kein Plan. Ich kannte den bis dato nicht. Nice Hook. Ich mag die Hook. Battle Rap Turnier. Aber das war's jetzt. Ist alles am Arsch. Ich hab Baka gefragt. Deine Mama hat den auf 10.000 verklagt. Real Talk, Digga. Er hat ihn einfach wirklich gefragt. Du teilst gut aus, aber einstecken ist nicht. Ich find dein Scheiß-Rap nicht witzig. Mach bitte keinen noch wichtig. Feier dich ruhig auf dein Fame, aber du weißt genauso wie ich, keine Bitch will dich haben. Halt deine Fresse, denn du hast wie bei deinem Battle im Bochum jetzt nichts mehr zu sagen. Du bist ein Lappen, denn bitte wäre gefährlich, wenn man deine Fans sofort auf den Dislike-Button, weil sie Gewissheit hatten, dass du wieder mal gefickt wurdest und im Endeffekt Mitleid hatten. Yeah, yeah, du ziehst Speedbahn, doch ey, das sieht man. Tu ich auch, aber nicht so Opfer wie dieser AT. Wie verklatscht du bist, ich frag mich echt, was man dir so in die Paste mischt. Und im Tageslicht strahlt dein Hackgesicht, auch ein Schwarz-Weiß-Filter hilft bei Akne nicht. Mann, ich fass es nicht, Alter, was für ein Cliffhanger. Beef mit Vocal inszeniert für Quoten. Beef mit Vocal inszeniert für Quoten. Das war eine steile These, Digga. Man stelle sich mal vor, wir haben diesen ganzen Skandal mit Diverse uns am... im JBB 14 Achtelfinale ausgedacht, nur um es dann im VWT im 32. wieder aufzulösen mit dem großen Plot-Twist. Ja, du Quoten, Digga, Quoten gibt's nur beim Fernsehen, was redest du da? Skandale für Spannung im JBB wird große Show geboten. Das Skript ist geschrieben und trifft hier auf Anklang. Ihr werdet es lieben, also alles auf Anfang. Im VBT ist Alex Dagas. Keiner kann ihn ficken, als wäre er Ali Schwarzer. Wunderbar, noch ein Lauch mit tätowiertem Unterarm. Wir sind unerfahren, aber AT-Rap seit 100 Jahren. Und er führt eine Kinderarmee wie Kony. Die ist technikaffiner als Sony. Bewerte das hier negativ, du Hurensohn. Und bei Zeiten erkläre ich dir den User-Mode. Also man merkt, wie die alle schon sehr giftig sind auf diese negativen Bewertungen von den VBT-Kiddies. Na, es ist nicht geil, dass das gemacht wird. Und alle waren natürlich zu Recht angepisst auch darauf. Nieder, der Radempfänger von Hameln ist back. Der Sieger hat Fans unter 18 im Gepäck. Wenn du mit Fans hängst, chillst du mit Jüngern. Du musst dich um die Kiddies und die Facebook-Page kümmern. Aber du hast zigtausend Likes für einen billigen Preis, weil du billigend weißt. Die Kinder kaufen Merch, mehrere tausend. Und dafür musstest du nur deine Seele verkaufen. Es geht weiter. Das ist ja doch immer, wie das auch immer gleichgesetzt wurde, bei Julian mitmachen und Seele verkaufen, ne? Das ist so, das ist einfach das Gleiche. Also, zumal ja jeder hätte ja damit uns getauscht, ne? Das wird ja immer so verrufen, oh, du warst doch JBB. Und ich sag euch ehrlich, ich hätte das safe auch gemacht, wäre ich jetzt nicht im JBB gewesen und hätte dann im VBT irgendwie Ente getroffen oder so, was auch immer. Irgendwen battlen müssen, der im JBB war oder Diverse. Ich hätte da genauso drauf rumgehackt und hätte gesagt, Kinderfans und so, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich das auch gemacht, ja. Aber dennoch muss man halt sagen, jeder von denen, die das halt gemacht haben, die hätten das, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, genauso gemacht auch. Weiter der Geschichte wegen deinem Image hast du passend zum Gesicht gewählt. Was die Bitch erzählt, ist gelogen und
nun wird klar, das hat nichts mit Drogen zu tun, aha. Digga, dann halt ganz von vorn, so ne Scheißfresse, Alter, die ist angeboren. Der Durchschnitts-IQ deiner Anhängerschaft ist, so wie du, nicht mal annähernd krass, Bitch. Leute suchen krampfhaft nach Hate-Schwachpunkt, lachhaft, ich frag mich, wann ihr's kapiert. Seine allergrößte Schwäche, der dunkle Abgrund, in seinem Charakter manifestiert. Ja. Ah ja, das war dieses weirde Ende, ne? Von der. Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Was passiert denn hier jetzt noch? Also ich muss sagen, ich finde die Runde eigentlich schon krass. Ich habe die nicht so krass in Erinnerung gehabt. Also er frontet mich schon bis jetzt am besten. Da ist eigentlich nichts verkehrt an der Runde. Nur, dass der halt rap-technisch nicht mit mir mithalten kann, konnte. Frontmäßig ist da schon gut was dabei. Also er hat jetzt auch nicht komplett versagt auf dem Beat, ne? Also der ist ja schon auch gut da drauf gekommen, aber... ja, für mich war das halt ein gefundenes Fressen. Ich hab dir zugetraut, intelligenter zu sein. Ey, yo, komm auf dein Leben, klar, du beendest. Hier reingekommen, schon direkt Bock gehabt. Gar nichts. Erst meine Gegner als Legende bezeichnen, was für eine Runde. Für mich klingt das, als wäre die scheiß Kernaussage, dass ihr drei nicht meine Fans seid. Da will man sich schon auf Augenhöhe betteln, aber wie, wenn sich jeder einfach selbst herabstuft? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Sich jeder einfach selbst herabstuft, weil jeder Gegner hat das ja so gemacht. Also jeder ist ja eher so in die Opferrolle gegangen und ich verliere ja eh, weil du hast ja 1000 Fan-Kiddies. Das hat mich aber immer abgefuckt, weil so gewinnst du ja auch nicht. Zu sagen, du gewinnst nur, weil du jetzt Fame im JBB bist. Ist erstmal Quatsch. Im VBT ist es Quatsch. Wie gesagt, wenn du da krass ablieferst, dann kannst du die Jury da auf jeden Fall auf die Seite holen, weil Zuschauer sind da nicht relevant. Da gibt es keinen User-Vote, glaube ich. Und wenn, dann ist der nicht so gewichtet. Ne? Es stimmt halt einfach nicht. Und deshalb fand ich es dann immer ein bisschen schade, dass alle halt in diese Dings gehen, in diese Underdog-Opferrolle. Mäßig und sagen, ja, ich habe ja eh keine Chance, weil du JBB Seele verkauft. Cry me a river. Muss ja nicht sein. Rap einfach eine krasse Runde und er hat ja keine schlechte Runde gerappt, ne? Das muss man schon sagen. Aber dieses Gejammer, ja, ist halt kein guter Front. Sich hinter der Underdog-Rolle versteckt, um zu kaschieren, dass er letztendlich nicht gar nicht so schlecht sei. Der Penner ballert sich per Plan, fährt sein Text ein. Dabei ist uns um fertig machen, prädestiniert wie ein Kletteisen. Weil man auch ohne Größe gewinnen kann. Das Battle ist kein Fick und ich nicht deine Frau. Doch als ich beim Gucken deiner Runde aufgewacht bin und dachte, es wird spannend, hörst du einfach mittendrin auf. Hauptsache, du hast klargestellt, dass du auch Drogen nimmst. Obwohl Marco den guten Shit nicht mal als Laufboote bringt, fickt er dann einen Beat, an dem er sich maßlos übernimmt. Aus dem er dann nur rappt, dass ich sowieso Haus auch gewinnt. Aha, ja, die Welt ist schon ungerecht. Steh ich dein Wunschgegner niedlich, du Wunschgegner? Hat er das gesagt? Auch rotzfrech gelogen. Und jetzt sag mir, was hast du dir verdammt nochmal bitte bei diesem Beatpick gedacht, hä? Und auf einmal will dir jeder ne Hook machen, weil er sieht die Gegner deine Klicks in die Höhe gehen. Ich schwör's, Scam, Gott und Felix haben mir am selben Tag noch geschrieben, ich soll das doch bitte nicht so persönlich nehmen. Wenn ich das sage, dann wird das, glaube ich, so gestimmt haben, dass Scam, Gott und Felix mir da noch geschrieben haben. Weil Scam, Gott kannte ich persönlich, wir haben uns auf dem Splash mal getroffen. Der ist ja heutzutage als Skinny unterwegs und macht ja Interviews für irgendein Hip-Hop-Portal. Wir haben uns auf dem Splash mal getroffen, also wir waren auch cool miteinander. Da war gab es keine persönlichen Gründe, dass der jetzt die Hook gemacht hat. Und Felix, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch nur so gesagt, dass beide das waren. Aber ich weiß, dass Scamgod wahrscheinlich war es dann, der mir geschrieben hat, yo, nicht persönlich nehmen, ich habe ihm halt eine Hook gemacht. So. Da habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich das natürlich als Konter. Deine eigenen Hook-Gäste mäßig stehen nicht zu dir. Ist dein Video einfach do, oder blick ich nur die Pointe nicht? Krass, wie das reinfällt. Ganz so enttäuschend wie der Rest der Runde. Deine Autosequenz hat mehr Punchline als ich. Sein Video habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mir das mehrmals angeguckt und habe überlegt, ob es da irgendwie einen roten Faden gibt oder eine Handlung. Aber das hat ja schon angefangen, dass man als Junkie auf den Spielplatz geht und dann schaukelt. Yo, MRO, Factor Beats, willst du Props dafür kriegen? Hier Props von mir, Props von AT, Props von allen anderen Leuten, die dich in diese Battle leider nur gefeiert haben. Damit bietet ein großer Teil deiner Runde wie Retort und Lager, was du überschattet hast. Und das ist deine erste, der bei den Lappenhooks und teilweise so behindert wie die zweite Lappenhook ist. Hätte dir jetzt sicherlich nicht deine Track, yo, ich zieh dir mal die Flows an, die du gerne selber mal kicken würdest, für die du aber leider viel zu schlecht bist. Alter Felix, was ist das für ne Glitzerkacke? Mit dem Fummel an würd ich nicht mal zum Pipi machen gehen. Du klingst traurig, Marco, du bist Rapper, den man in Aurich kennt. Will ich einen depressiven Fettsack sehen, geh ich mit Private Paul ab. Noch ein Beweisfoto eingeblendet, um zu flexen, dass ich Private Paul kenne. Ja, keine Ahnung, weil die kommen, glaube ich, beide aus Aurich? Nee, ich weiß es gar nicht.
Also MRO kommt aus Aurich und Private Paul hat auch irgendwas mit Aurich zu tun, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und leider sind die Lines über mein Speed-Image ein Fehler. Dass ich seitdem ich ein Star bin, auf Koks umgestiegen bin, weiß doch jeder. Du aber was von Pinschlucken, Backskippen. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr, doch ich könnte noch mal meinen hinrunden Text kicken. Ey, du machst mir das Grund an höchstens insofern schwer, dass ich größtenteils nicht verstehe, was du für einen sinnlosen Text bitte. Wenn ich mal zitieren darf. Die Speed-Pan und das sieht man, du ich auch doch nicht so Opfer wie dieser AT. Ey, egal wie astrein das klingt, wie man's dreht oder wendet, Marco, es macht keinen Sinn. Ich versteh's nicht, Digga, was bist du für ein Spastel? Erklär mir bitte mal, was wolltest du für ein Stoß? Du bist ein größerer Hurensohn, als ich ursprünglich dachte, falls du das Wort Opfer tatsächlich als Adjektiv nutzt. Ja, das war halt wirklich unklar für mich, ob er das wirklich so meint, ne? Ich zieh Bahn, du siehst Speedbahn und das sieht man. Tu ich auch, doch nicht so Opfer wie dieser 80. Kann ja nur so gemeint sein, ne? Dass das Opfer als Adjektiv hier gedacht ist. Ey, yo, wie soll ein Text bitte treffend punchen, wenn er grammatikalisch nicht mal den Hauch eines Sins ergibt? 22 Bars auf 3 Parts geschrieben. Grammatikalisch nicht den Hauch eines Sins ergibt. Ich habe ja schon dann gecheckt, wie er es meint, aber kann man dann halt gut auch drauf rumhacken. Zu sagen, Grammatik, Beste, wie Schreibfehler. Du schreibst gucken mit K, du Hurensohn. Track die Hälfte macht keinen Sinn, ja, ich glaubte, dass du der King hier bist. Das Beste deiner Runde war nicht von mir. Und damit will ich nicht sagen, dass deine Gasthook geil wär. Was glaubst du bei Ausgaben? Gasthook in deiner Runde klingt so, als ob sie nur Abfall aus meiner wär. Da wollte ich mit andeuten, er wollte mir eigentlich die Hook machen und die war aber zu schlecht. Deshalb hat er sie dann dir gemacht. Das ist natürlich nicht wahr, aber, ja. Hook geil wär, was glaubst du bei Ausgaben? Gasthook in deiner Runde klingt so, als ob sie nur Abfall aus meiner wär. Wie das ganz cool, doch her. War nicht von dir. Das Video passt aber noch, es war nicht von dir. Die Stimmung von einem Filmausschnitt in deinem Auto fand ich nett, aber Digga, das war nicht von dir. Felix erzählt dir, dass er mein Wunschgegner gewesen sei, nur um in die Runde zu dürfen. Dabei hab ich bis dato von der halben Portion noch nie was gehört, aber anscheinend hat es funktioniert. MRO, du sagst, du lachst drüber, dass jeder mein Schwachpunkt sucht. Nachdem du anderthalb Minuten von vier so schlecht gerappt hast, als wolltest du uns zeigen, dass du ihn auch nicht gefunden hast. Lappen und das begründest du mit der Tatsache, dass meine Fans deine Runde scheiße finden und schlecht klären. Was ich auch nicht unterstützen will, doch ich versteh nicht, was das damit zu tun hat, dass ich halt einfach nur besser bin. JBB, Dilzilli, Marketing, Merchandise, alles Begriffe, die mich verfolgen. Hab True Shit, auch gleichzeitig dir verdammte Gründe, warum ich Erfolg hab und du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Ja, das sagt sich halt immer leicht, ne? Diese Sachen, ja, du verkaufst deine Seele und Merch und machst Marketing und ja, hat halt für die realen VBT-Rapper halt einen schlechten Ruf, aber ja, wie gesagt, im Endeffekt würde das ja jeder genauso machen. Und ich war ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ein Label hatte oder so, weißt du? Oder ein Management. Also ich habe das ja schon alles noch selber gemacht, meine Videos selber geschnitten und unter Hilfe von ein paar Freunden gedreht und alles selber gemixt. Von daher, shame on me, dass ich ein bisschen Merchandise verkauft habe. Du Spast, Alter. Wenn man genau drüber nachdenkt, ist es halt nicht so ein super krasser Angriffspunkt. Ja, das war sie. Die legendäre 16. Runde vom VBT.